Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GTA New Horizon. Ja, ich habe jetzt mittlerweile es geschafft, meinen Ölturm da draußen, den kleinen, wegzumachen. Ja, habe aber festgestellt, auch bei der kleinen, schon alleine bei der kleinen, hatte den Rand nicht komplett sauber mitgemacht. Das heißt, es waren einer oder zwei übrig. Das heißt, ich durfte mich dann nach unten kämpfen und unten mit Eimern unten einen schönen Teil das Ding wegmachen. Das wollen wir nicht mehr. Also ich habe schon gesagt, für mich ist jetzt, weil ich das nächste Feld jetzt angehen will. Erstens, es liegt auch in dem Bereich, glaube ich, drin, wo sogar noch weg muss. Und deswegen. Ja, ihr seht, hier ist weg. Habe auch schon angefangen, nochmal irgendwas auszuheben, dass wir dann demnächst da auch die Felder weiterziehen können, weil wir möchten uns ja jetzt auch dann demnächst mal besseres Essen machen können. Und vor allem, wir brauchen jetzt endlich mal diese schöne Axt da. Ne, die wohl einen wieder auflädt, vor allem wenn man dann gegen böse Monster ankämpfen muss und so. Das wollen wir. Und vor allem unsere Herzen auch hochjagen, dass wir auch mal. Ich bin nämlich runtergefallen. Also danach waren mal 1,5 Herz rein weg. Okay, also. Was brauche ich dafür? Also ich brauche dafür vor allem, ich habe schon gesagt, den kleinen da hinten. Wobei, nein, da baue ich glaube ich auch einen neuen. Ja, ich habe schon ein wenig was gemacht. Als allererstes, was wir brauchen einen Super Tank. Denn ohne Super Tank werden wir nicht weit kommen. Das heißt, ich brauche eine Pumpe. Was brauche ich für die Pumpe? Ich brauche Stahlfluid Pipes und ich brauche Bronzerotoren. Davon brauche ich mindestens vier. Ich weiß es gar nicht. Geht es? Ups. Andersrum. Ich mal gespannt. Ja, geht. Also, lass mal laufen. So, dann brauchen wir Stahlpipes. Das sind drei. Also, das heißt, ich brauche. Komm, 30 Stück. Egal. Brauchen wir so oder so? Früher oder später? Extruder ist da. Ich hoffe, dass diesmal nicht das Mikro einfach ausgeht. Ja, also ich habe schon gesagt, also. Was momentan abgeht an meinem System, ich weiß es nicht. Computer will mich einfach nur ärgern. So, also wir haben jetzt hier schon mal 10. Jetzt brauchen wir nur noch die Rotoren. Komm, gib mir 40. Ah, Rotoren habe ich sogar drin. Okay. Dann lassen wir nämlich die auch laufen. Müsste ich jetzt auch 10 haben? Nein, ich brauche 5. Nee, dann habe ich keine 10. Aber eine gute Zahl, 8. Ja. So, also das heißt jetzt, ich brauche jetzt auf jeden Fall mal einen davon. Jetzt brauche ich für dich. Dann brauche ich. Ja, ich muss. Da muss ich noch ein wenig aufpassen. Ich habe noch zu wenig Aluminium. Glaube, das bist du gewesen, ne? Was fehlt?
So. Lass mal den nämlich gleich mitarbeiten. Es wird auf jeden Fall interessant, weil bei den Flüssigkeiten, also bei den Sachen zum Beispiel fürs Benzin herstellen. Wenn ich natürlich hingehe und sage, okay, ich mache jetzt in dem einen nur Diesel, also oder Schweröl und im anderen, oder was heißt Schweröl? Doch, Heavy Fuel. Schwerbenzin. Schwerbenzin. Wie klingt denn das? Ich hoffe dafür gibt es ein besseres Schweröl. Ja, Schweröl ist es ja nicht. Ein schwerer Tank klingt bescheuert. Was? Ja, Schweröl ist es nicht, weil Schweröl ist Heavy Fuel. Schwerer Kraftstoff. Schweröl, naja, nee, schwer, ja, das merkt man ja gerade, ne? In den Schiffen wird Schweröl verbrannt. Also, das ist der Grundstoff von dem Zeug. Schwerbenzin? Ist das sowas ähnliches wie Kerosin? Gibt es sowas? Gerade beim Gucken. So. Ja, gibt Kerosin. Weil ich immer, man meinte immer, Kerosin ist so eine Art Abfallprodukt von der Dieselherstellung. Aber da fange ich ja gar nicht an, mich reinzudenken, weil da erzähle ich nur Käse. Erzähle ich zwar so auch, aber ist gut. So, wir haben ein paar Stecken. So, in der Zeit brauche ich noch ein paar Kabel. Auf dem falschen, vor allem falschen Fenster wieder was drin gehabt. Klar. So schnell wechseln. So, ich brauche mindestens zwei. Habe bestimmt wieder meine Flüssigkeit rein. Ja. Die mache ich momentan die ganze Zeit immer wieder raus, rein, raus, rein. Also irgendwann wird dieser kleine Assembler, der reine Assembler für Kabel. Aber es dauert noch ein bisschen. Also spätestens, wenn ich einen HV-Assembler habe, dann wird es passieren. So. Das machen wir auch wieder. Machen wir erstmal nur vier. Ja, genau. Jetzt ist mir die Bronzeschraube ausgegangen. Ist klar. Wäre ja zu einfach gewesen, ne? Wenn das jetzt sofort geklappt hätte. Ach ja. Ja, ist doch schön. Hat man immer was zu tun. Aber das Schöne, was mir jetzt mittlerweile gefällt, ist ja, ich kann einigermaßen in einem vernünftigen Zeitraum mir MV-Sachen herstellen. Nicht LV, MV. Also ich schätze mal, LV könnte ich in die Massenproduktion einsteigen. Aber MV noch nicht.
Aber es wird ja auch schon besser. Wie gesagt, dadurch, dass der EBF jetzt ja ohne Probleme mal ein Stack durchjagen, von dem Zeug mal ein Stack durchjagen kann. Genau, in die Wiremill kommen die seit neuestem. Es wird auf jeden Fall interessant, wie das hier, wie ich hier dann weitermache, wenn ich mal irgendwann nicht mehr hier drin bin. Vielleicht mache ich dann noch mal so einen Bereich. So. Haben wir auf jeden Fall schon mal die Pumpe. Dann brauche ich jetzt noch mal Circuits. So. Vier Stück brauche ich hier. Naja, wobei das wird mir nicht reichen. Nochmal vier. So, dann brauche ich. Ja, mehr kriege ich leider auch noch nicht hin, weil ich die anderen nicht jetzt seitdem wir da wieder gemacht habe. Davon brauche ich acht. Und vom Kupferkabel. Ah, stimmt, die habe ich ja auch jetzt umgeräumt, weil ich mir jetzt auch mittlerweile gesagt habe, ich brauche sowieso Kabel in jedem möglichen Variant. Habe ich jetzt unten die unisolierten, also LV, beziehungsweise sogar noch weiter drunter. Dann LV, MV, HV. Da sind jetzt mal die kleinen drin. Und dann geht es hier weiter. Und oben drüber sind dann die isolierten. Weil das waren immer mehr, die wo ich einfach mal mache. Und ich möchte nicht nur die ganze Zeit in den Kisten liegen haben. Na? So, mir geht jetzt bestimmt das Soldering Alloy aus. Weiter geht's im Text. Ich brauche jetzt Aluminiumplatten. Zwei Stück. Und ich brauche dieses grüne Zeugs da, was ich nicht mehr habe. Klasse. Was wenigstens einen da, mach nur drei. Oxy noch, genau noch drei drin. Passt. Läuft. 80 Sekunden. Okay, also dann brauche ich jetzt für die Pumpe Large Steel Fluid Pipes. Gehe ich mal nach hinten und guck mal, ob ich die hab. Nein, ich habe eine Huge. So, mein Ofen müsste doch auch fast fertig sein, ja. So, und dann kann ich meine Bolts dann gleich auch mit wieder mit aufräumen. Die machen wir jetzt erstmal genau, weil so sicher bin ich mir nicht, dass ich die so oft brauche. So, bist du gleich fertig? Ja, noch 4 Sekunden. Dann habe ich meinen Super Tank nämlich auch dabei. Dann ist nämlich schon mal ein Riesenvorteil erledigt. Ich muss nämlich nicht die ganze Zeit wieder hin und her rennen. Weil dann kann ich mir auch, ja, das macht jetzt dann auch noch Sinn, dass ich eventuell, nicht nur eventuell, dass ich mir jetzt noch die nächsten Zellen noch baue. So.
Das habe ich mir auch angewöhnt. Sofort, wenn ich fertig bin, können die 16 Zellen mal einfach da drin lassen. So. Okay. Dann machen wir die Platte. Dann haben wir das. Klack, klack. So, Super Tank haben wir dabei. So, jetzt brauche ich aus dem da. Brauche ich Kabel? Dann brauche ich nicht. Gut. Ich brauche jetzt noch die zwei Circuits. Und? Ist mir mein Soldering? Ja. Kenne mittlerweile meine Pappenheimer, ne? Ach ja, man sieht, ne, ich habe die Kiste jetzt ausgetauscht auf Gold. Und ich habe auch was festgestellt. Durchs Update ist was billiger geworden. Und zwar die Jungs hier. Das Storage Upgrade, das da ist gleich geblieben. Gold kostet jetzt kein Stahl mehr, sondern Bronze. Das kostet kein Aluminium mehr, sondern Stahl. Und das kostet kein Stainless Steel mehr, sondern Aluminium. Also das haben sie alles einen runter. Finde ich klasse. Es gibt sogar noch den Emerald, aber da weiß ich noch nicht, wie ich an das Zeug rankomme. Ein ganz komisches Gedöns-Dings da. Also, du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und die Pumpen kommen drumherum und ich habe meine Pumpe. Und jetzt brauche ich bitte noch hier eine Kiste. Die kommt dahin. Habe ich hier vielleicht noch mal was reingeschmissen in meine Öfen? Nein. Und dann brauche ich Habe ich da was fertig? Ja, und ich habe mir, ich habe gesagt, ich nehme jetzt nur noch hier drin Standardkabel 1, 4, 8 und 16. Ich bin der Meinung, dass alles andere keinen Sinn macht. Und wenn es mal Sinn macht, dass ich es mache, dann wird es sowieso spezifisch sein. Dann ist es egal. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. So, wir haben einen Medium Voltage Battery Buffer. Perfekt. Ich wollte mal schnell noch hier nachgucken. Ja, Lazarit habe ich nämlich ein bisschen durchgejagt. Und ich habe festgestellt, dass das totaler Schwachsinn war. Weil das hätte ich da reinjagen müssen. Ja, man wird immer schlauer. Schlimmer ist nur, wenn man es dann lang noch nicht mehr gemacht hat, dass man es wieder vergessen. Wie gesagt, das ist ja auch momentan dann das Hauptproblem. Das alles wieder rauf. Also ich bin schon mal froh, dass ich mittlerweile die Circuits komplett jetzt auswendig im Kopf habe. So, da ist ein Pick. Gehen wir mal auf den Weg zur Ölplattform. Ich sehe da hinten auch wieder Fässer. So, J. Ah, ich muss dahinter.
glaube, der war. Da hinten ist er. Was ist denn hier dran? Avocados. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die noch nicht habe. Nicht runterfallen. So, 47 Meter. Die Plattform habe ich schon gebaut. Das wird jetzt sozusagen immer meine kleine Plattform sein, vor allem bei dem Kleinen. So, ich hoffe, dass ich jetzt auch alles dabei habe. Sonst darf ich jetzt gleich wieder loslaufen. So, wir haben auf jeden Fall dabei mein Voltage. Batterien habe ich auch eingesteckt. Dann kommst du da rein. Und das Super Tank kommt oben drauf. Das ist schon mal sehr gut. Und dann kommen jetzt die dann rein. Das sollte ich mir dann irgendwann mal angewöhnen, einen Hopper zu bauen. So, aber jetzt muss ich natürlich noch mal ein E drücken. Ich bin gerade hier. Und ich lade lieber zu viel als zu wenig. Der soll laden. So, dann wird er schon mal geblockt. Wie gesagt, da kommt ein Hopper. Habe ich nämlich, glaube ich, nicht einstecken, ne? Nein. Tanks. Ja, wann hätte ich nämlich doch die Mining Pipes sozusagen mit dem Hopper dran gemacht, dass die sich auch noch auffüllen. Aber momentan geht es Gott sei Dank ganz schnell. Kann ich gleich hinterher schieben. Ja, und ich brauche mir jetzt erstmal keine Gedanken mehr machen. Also das Öl wird jetzt einfach nur abgepumpt. Ja, also ich bin schon ein Stück weg. Aber ich möchte ja auch noch hier weiter rüber. Also ich vermute, dass ich bis daher auf jeden Fall komme. Ich bin ja noch beim Überlegen, weil ich ja gesagt habe, ich mache nur noch einen Chunk. Es kann sein, dass es noch zwei werden, weil ich ja den Fluss eigentlich auch noch hinmachen wollte. Ja, dass die auch noch so eine Art Wasserbarriere haben. Aber das ist dann, ja, wenn mir ganz viel langweilig ist. Und da sich ja mein Urlaub sozusagen gerade dem Ende nähert, wird es jetzt dann auch mit dem Vorarbeiten etwas schwieriger. Also bin ich schon froh, dass ich einiges mittlerweile soweit vorbereitet habe und geschafft habe, dass ich da guten Mutes bin, dass ich da keine Probleme habe bis zum Sommer oder auf jeden Fall. Ah, genau. Das ist jetzt der einzigste Nachteil. Das ist von Jabba, dass die halt auf den Boden geworfen werden und nicht ins Inventar. So, die sind fertig. Und die noch nicht. So, wir schauen mal. Dass wir auch hier noch was wegkriegt.
So, die lasse ich jetzt mal wieder da, die Zelle. Die schmeiße ich rein. Dann wachsen die nämlich jetzt definitiv auch. So, jetzt schon wieder grillen. So, das, was ich erledigen wollte in der Folge. Fertig. Das heißt, wir können... die Advanced Pump wegmachen. Good Miner habe ich noch drin. Die Cutting Machine. Die Cutting Machine können wir vielleicht noch angreifen. Ja, die greifen wir auch noch an. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal einen Maschinenhall. Was brauche ich jetzt für die Cutting? Für die Cutting brauche ich 3 Motoren und Cobalt Brass. Das wird jetzt interessant, ob ich noch was habe. Aber ich war der Meinung, ja. Nein? Okay. Dann schaue ich mal jetzt in meiner Glas Mika. Schaue ich mal noch da hinten nach. Da hinten sind so Mixmetall Sachen drin. Der schaut so aus, als hätte ich da nichts mehr. Okay. Dafür brauche ich Brass, Aluminium und Kobalt. So. Ah, okay, habe ich noch drin gehabt. So, das heißt, ich brauche jetzt 3 Kupfer und ein Zink. Dann hätte ich mal gesagt, machen wir gleich mal 30. Und vom Zink brauchen wir 10. So, fürs Brass brauchen wir den Circuit Nummer 1. Du kommst raus. So, dann brauchen wir ja Aluminium und Kobalt. Wie viel mache ich davon? 9. Dafür brauche ich die auch in 1er. Okay, der braucht jetzt dann ein bisschen länger. Und der legt auch wieder los. Weil wir halt wirklich Aluminium en masse brauchen. So, genau. Ich brauche jetzt noch Soldering. Machen wir 8 Stück. Der Flüssigen war, glaube ich, ganz hinten. Halt.
da lang. Da rein. Viel Spaß. So, ich brauche jetzt, was habe ich gesagt? 3 Motoren. Danke. Noch einen Pisten. 2 Platten. So, ich brauche insgesamt 2 Zahnräder, also mal so. Und das lasse ich jetzt auch mal mit hier drin. Mist, Brass hätte ich auch gleich rausnehmen können. Vor allem da habe ich ja sogar noch die Ingots. Nein, das ist Tumba irgendwas. Doch, Brass Ingots habe ich auch noch. Sehr schön. Ja. So. Was brauche ich noch? Ich brauche noch Diamond Dust. Ich glaube, ich brauche dafür Small, oder? Sehr schön. Ich brauche nur 1. Komme ich jetzt auf 2? Gleich wieder mehr machen, als ich soll, hä? Okay, das heißt jetzt für mich, ich brauche dich. Dann kommst du dahin. Dann kommst du dahin. Wieder raus, wieder rein, wieder rum. Bum. Was haben wir denn noch drin? Ach, Damaskus. Okay. Dann hätte ich gesagt, machen wir das gleich hier fertig. Klack, klack, klack. Und klack. Dann haben wir schon mal das Blade. Dann nehmen wir die 2 Circuits mit. Ich habe doch gewusst, ich habe was vergessen. So, den haben wir auch fertig. Jetzt brauche ich noch Rubber Sheet. Sechs Stück. Danke. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer auch, Hammer auch. Glas war, glaube ich, hier hinten. Hammer auch. So. Ich wollte noch irgendwas holen. Plastik. Ist da momentan noch was drin? Nein. Es wird ja auch noch irgendwann Zeit, dass ich die Bending auch noch mache. Alt Jack. Kabel mitnehmen, sonst läufst du wieder. Und schon ist das erste Stack Kabel, was wir das letzte oder das vorletzte Mal gemacht haben, schon wieder weg.
Wahnsinn, oder? Okay. Da war, glaube ich, das. Zwei Kabel da, du da. Toll. Ist doch schön, oder? Wenn man es nicht instant vergisst, aber so fast sofort wieder. Was ist noch falsch? Oh, ich hätte keinen Pisten gebraucht. Hätten einfach einen Motor gereicht. Ah, ist doch schön. Haben wir schon mal wieder was übrig. Solange ich es produzieren kann. So, das heißt, wir haben die Advanced Cutting Machine. Die wurde zu mir gesagt hat, die brauche ich noch. So, dann gehe ich mal schnell ein bisschen. Oh Gott. Ich glaube, ich bin momentan zu viel beim Dreck produzieren. Ja, das ist der Stahlofen ist wieder die ganze Zeit gelaufen. So, kann er gleich nochmal laufen. Dann haben wir schon mal wieder einiges an Benzin. Kann ich ja nicht genügend haben. Ja, das ist halt wirklich der, wenn der richtig läuft und die Engines unten auch noch laufen und die sind fast im selben Chunk, dann habe ich Auswirkungen hier. Es ist jetzt nicht viel, aber ich habe langsam den Sinn machen, dass ich mir so einen Hass mit mal mache. So, wir schauen mal nach. Ja, dann wird er gut nachgefüllt. Huah! Wo kommst denn du her? Ah, hast dein Kumpel dazu angestiftet, dass er mir einen Block reinlegt oder was? Ich hasse diese Viecher. Ja, vor allem diese Feuerviecher, ne? Die sind ja ganz schlimm. Das ist das Einzige, was ich so richtig schön vermisse. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Wenn es sowas gibt, bitte mir Bescheid geben, dass man die Endermänner daran hindert, dass die mir hier Blöcke reinlegen. Ich will keine Geschenke. Nicht unaufgefordert. So. Ja, die habe ich mir jetzt wieder einfach gegeben, weil ich wieder nicht mehr gewusst habe, dass ich die 16 Stück da reingelegt habe, weil ich sie brauche. Okay.
Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich wollte, genau, ich wollte aus meinem, dem Cutter hier, mal zwei Zellen rausnehmen. Und lege jetzt in den neuen Cutter welche rein. So, die habe ich ja hier. So, jetzt muss ich gucken. Und zwar unter MV geht es ja weiter. Er sagt mir Silicon Wafer. Will er 16 Stück haben, also schmeißen wir sie mal rein. Vorteil ist, der braucht schon mal nur noch halb so lang. Und vor allem, er läuft. Wissen wir jetzt auch. Okay, ich krieg sogar wieder welche zurück. Cool. Ich brauche 32 Stück, glaube ich. Also das heißt, die Hälfte habe ich schon vom nächsten. Gefällt mir. So, jetzt haben wir schon mal 64 Stück. So, und was will er jetzt? ULPIC-Wafer. Genau, und die muss ich im Laser Engraver machen. So, und ich bin der Meinung, dass das absolut keinen Sinn macht. Den kleinen zu bauen. Ja, doch, eigentlich schon. Solange ich das, solange, weil im LV-Bereich habe ich halt doch schneller alles zusammen. Ja, weil ich brauche jetzt drei Circuits. Jetzt bin ich mal gespannt. Was habe ich jetzt reingeschmissen? Drei oder vier? Vier. Brauche ich jetzt vom nächsten Kabel 8? Geht schneller. Also wenn ich jetzt mit der Maus da reinklick und rumklick und klack. Bluh, nee. So, der läuft. Das brauche ich. Das brauche ich. Da habe ich schon mal alles da. Laser Engraver ist zwei Pistons habe ich. Motoren habe ich da. Pistons habe ich. Brauchen wir wieder Plastik. So. Klack, 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 klack. Die Circuits. Auch noch zwei Kabel. Brauche noch Brass Rods. Das einzigste Schöne an den Dingern ist, die fliegen nicht ins in die Rucksäcke rein. So.
Schöne ist, ich schaue jetzt immer regelmäßig, ob meine Tonspur noch da ist. So, Ruts. Wäre natürlich jetzt nicht schön, wenn die jetzt weg wäre. Okay, also du kommst da rein. Ah, Zertusquarz. Kann ich mal gleich ein wenig mehr mitbringen. Zertus, du bist Zertus, ne? 16 Stück. Dann haben wir auf jeden Fall den Sensor auch fertig. Ja, aber das ist jetzt halt, das ist jetzt meiner Meinung nach der Unterschied zwischen einer LV-Maschine und einer MV-Maschine. Also ich habe jetzt die Maschine schneller hingekriegt, als ich gucken konnte. So, ich brauche jetzt noch für dich brauche ich jetzt entweder Emerald, Terra, Emerald Lens bei Hinelaith. Exquisit wäre am besten. Müsste ich eigentlich haben. Die dauert nur ein bisschen. Unter 20 Sekunden, 2 Minuten. Kriegen wir auch noch überbrückt. So, jetzt hat der in der Zeit mal 24 Aluminium gemacht. Das ist doch klasse, oder? Ja, das ist jetzt halt dann der Vorteil. Ne, wenn man jetzt dann halt das halt hat. Genügend Strom hat. Dass man da sich keinen Kopf mehr machen muss, sondern einfach reinschmeißt. Wie gesagt, dasselbe ist jetzt auch mit meiner. Nicht mit meiner, mit der Ölpumpe. Der meiner ist das nächste. Also, das wird dann auch irgendwann so sein. Aber da will ich, wenn ich mit meiner soweit bin, möchte ich gerne an 8-fach Battery Buffer hinmachen, damit ich gar nicht erst das Problem habe, dass ich die ganze Zeit wieder in den Nether rüber jumpen muss. Und irgendwann wird es ja auch so weit sein, dass ich von denen Dingern noch einen zweiten, noch einen dritten haben will. Weil irgendwann wollen wir natürlich nicht mehr selber die ganzen Erzadern abbauen, sondern irgendwann stelle ich das Ding auf und dann ist der Chunk leer. Ja, das heißt, dann wird das Ding in die Mitte von dem Chunk reingebaut. Ich glaube, Moment, mein, also den kann ich schon wieder wegmachen. Na gut, meiner hat einen Radius von 33, also das heißt 32, 16 Stück in jede Richtung. Das heißt, der macht sogar mehr, der macht sogar 16 mal 16, der macht zwei Chunks leer. Oder vier. Ja? Und er hat schon Fortune-Bonus drin von 2. Ich glaube, der andere hat nur 1. So, du bist gleich fertig. So, Emerald Lens. Oh, das kann man draufklicken. Gut zu wissen. Darum immer Brechstange dabei haben. Ja, darum gehe ich normalerweise immer mit dem Werkzeug drauf. So, also, und jetzt kommst du rein. Wir brauchen 4 Stück davon. Richtig? Nein, ich brauche einen davon. Machen wir gleich 4. Ist wurscht. Beziehungsweise ich brauche, oder?
Nein, ich brauche nur einen. Dann machen wir auch nur einen. Das heißt, mit dem Ding können wir dann unseren Freund. Da drüben, den da hier, auf HV hoch rüsten. Das heißt, Tungsten-Stil ist nicht mehr weit. Mit Tungsten-Stil kommt ja sehr viel hinzu. Also da ist Pam dann soweit. Aber ich muss jetzt demnächst auch mal richtig mit Forestry anfangen. Muss ich aber mal gucken. Der braucht halt nur Zeit. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist halt ja, Vor- und Nachteil von GTNH. Es dauert alles, es hat alles seine Zeit. So, eine Terra Lens nehme ich mir mit. Weil ich bin der Meinung, ich nehme Linsen mit, die ich nicht so viele habe. Oder mir erst gar nicht ersparen will. So, was haben wir denn noch? Da nehmen wir natürlich Raw Silicon mit Aluminium. Das kann ich mir selber bauen. Das ist was noch nervig ist. Ja, genau. Jetzt sagt er zu mir MV Energy Hedge. Er sagt jetzt halt, er braucht Lubrikant. So, du bist hier. 8 Lubrikantzellen brauchst du. Okay. Wie viel habe ich hier noch drin? 3 und 2 habe ich mitgenommen. Muss ich mal irgendwann machen. Momentan will ich die Brewery nicht abklemmen. Okay. Das können wir ja irgendwann mal machen. Und ich bin mal glücklich. Ich habe mal alles, was ich schaffen wollte, sogar plus in der Folge gepackt. Ist das nicht super? Und zwar unter einer Stunde. So, das ist eine Coolant Cell. Genau, you are prepared for HV. Stainless Steel, also brauche ich 48 Eisendust. Also Manganese ist, glaube ich, noch eventuell das, wo es noch scheitert. Aber kriegen wir auch noch hin. Ich sag, bis zum nächsten Mal versuche ich dann noch das Lubrikant herzustellen. Und so einen Schmierstoff, dass wir den wir auch sowieso öfters brauchen. Aber soweit durch. Es kann auch sein, dass ich jetzt dann noch anfange, die ganzen Lenses zu bauen. Denn, wie gesagt, es kommt ja jetzt noch dieses Zeug dazu. Das ist jetzt einmal Ruby und Green Saphir. Ne? Und die kann sein, dass ich die schon mal alle vorbereite. Dass man dann das nächste Mal weitermachen können. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier schon bei den Wafern ziemlich weit. Cooling Kanthal. Advanced Chemical. Ja. Das wird auch noch lustig. Da hinten geht es auch noch weiter. Ja, also wie gesagt, in MV haben wir jetzt gerade erst mal so richtig angefangen. Habe schon die ersten Aussichten auf HV. Wie gesagt, wenn der Maserator da ist, dann wird er auch anfangen zu arbeiten. Vor allem aber mit den Sachen, die wo man halt dringend das Beiprodukt brauchen, sonst würden es hinten laufen lassen. Macht auch dann erst Sinn, den Maserator, also wenn ich den habe, unten mit aufzubauen.
Dann können wir das nämlich auch über den laufen lassen. So, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder mal sagt, in welche Richtung das gehen soll, wie immer ab in die Kommentare damit. Schreibt und textet mich zu. Ich freue mich drauf. Und sonst sehen wir uns wieder. Das nächste Mal bis dahin. Ciao, ciao.